BBC Two, Indelible Evidence, the series reflecting the way forensic science is used to solve crime. In tonight's case, a German cyclist is suspected of murder. In this program, Indelible Evidence goes to Germany, where, to protect both offenders and victims, they don't allow publicity to be given to a criminal case once it's been disposed of by the courts. Any reconstruction of a case there has to be done completely anonymously. So, in tonight's story, all names, locations, and even some biographical details have been drastically changed, and all the characters are played by actors. The story opens in a mental hospital where Thomas Mertz, a patient whose movements are meant to be restricted, nevertheless finds that he can more or less come and go as he pleases. Essen. Thomas, die Wäsche muss noch weg. Aber ich bin fertig jetzt. Das wirst du schon noch machen können. Nicht jeder Patient hat so gut wie du. Was ist der Ausgang heute? Noch Überstunden. Okay. Schau den Ball an. Hier, immer den Ball anschauen. Auch beim Schlag. Und denk an das Handgelenk. Und führen. Und führen. Schau. Was ist denn heute los? Seit 10 Minuten starrt der Typ da mich an. Schon klar. Ich dachte nur, sie wäre vielleicht zu euch gefahren. Ja. Temperaturen 2 bis minus 3 Grad. Ja. Na, normalerweise um 9. Tageshöchstwerte 9 bis 14 Grad. Ja, ich versuch's da nochmal. Danke, tschüss. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis Ost. Die weiteren Aussichten? Am Samstag teils aufgewölbte, starke Bewölkung und zeitweise Regen. Mild. Thank you.
Busy working on a number of other cases at the time, so it was clear that on this one I'd be working alone, and not for the first time. I'm not the type that lets feelings interfere with work. That's something you lose over time. But that day, I couldn't help thinking of my own daughter. She was much the same age as this girl. Was ist das im Klinikhandschuh? Schwellungen, ganz im Körperbereich. Und? Starke Verletzung, linke Kopfseite, Würgemale, Prellungen, Schulter, Becken, Schenkel, wahrscheinlich Stockschläge. Tod durch Erwürgen? Nehme ich mal an. Teich, bring das Leichentuch, schnell! Ist der Abstrich schon gemacht worden? Machen wir bei der Sektion. It was a mistake not to take the smears immediately, as the victim had clearly been raped. Because of the warmth and high humidity, the attacker's sperm would break down relatively quickly. And as the post-mortem was a day later, we were not able to determine from the sperm the murderer's blood group. We had nothing to go on. It wasn't until 2 days later that we found the victim's clothes. They'd been dumped some distance away from the body in a dense part of the woods. Tennisplatz, Spielplatz. Die Kleider müssen nach der Tat hierher gebracht worden sein. Dieser Schnürsenkel lag neben der Leiche. Er gehört zu einem der Tennisschuhe. Der ist in verknotetem Zustand durchschnitten worden. Richtig. Täter muss also Messer oder was Ähnliches benutzt haben. Die Kleider sind im Labor? Mhm. Aber das kann dauern. Was sagen denn die Kollegen von der Sitte? Es sind 3 übrig geblieben, die passen könnten. Da ist Peter Adomeit. Adomeit war in psychiatrischer Behandlung wegen wiederholter Körperverletzung bei Frauen. Uwe Volkert, im Prinzip das Gleiche. Und dann noch Thomas Merz, von dem haben wir kein Foto. Merz ist wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung in der Katharinenklinik in Behandlung. Danke. Er hat übrigens eines seiner Opfer mit einem Messer bedroht. Aber das sagt noch nicht viel. Stimmt. Hinzu kommt, die Katharinenklinik liegt hier. Da hat man die Leiche gefunden und da die Kleider. Es führt von der Klinik weg. Es ist also unwahrscheinlich, dass es einer aus der Klinik war. Vielleicht wollte er, dass die Polizei so denkt. Ja, und dann hatte ich einen Platten. Das war wann und wo? An den Tennisplätzen. So um 8 Uhr etwa. Dann habe ich den Reifen geflickt und bin wieder zurückgefahren. Wann sind Sie wieder zurückgefahren? Um 9 Uhr etwa. Man braucht knapp eine halbe Stunde bis hierher. Sie wollen also behaupten, dass Sie zwischen 20 Uhr und 21 Uhr Ihr Rad gepflegt haben? Ja. Ist erstaunlich. Normalerweise macht man sowas schneller. Richtig kombiniert, Herr Kommissar. Es war wie verhext. 6 Mal habe ich flicken müssen, bis ich wieder ganz war.
Thomas Merz. Es passt. War es für Merz möglich, während dieser Zeit das Klinikgelände zu verlassen? Das ist nicht erlaubt. Ich habe gefragt, ob es möglich war. Im Prinzip schon. Gut. Danke. Bitte schön, Herr Kommissar. Sind sechs. Können Sie uns denn mal zeigen, wie man so einen Schlauch fliegt? Aber sicher, Herr Kommissar. Merz needed scarcely 5 minutes to repair the tube, so it was unlikely he would have taken an hour to patch it 6 times. But that didn't help us much. All this evidence was too diffuse. It could be taken either way. We concentrated on looking for witnesses. Könnte der Mann das Mädchen dabei mit einem Messer bedroht haben? Ja, jetzt wo Sie sagen, er hatte den Arm so um sie gelegt und sie ist ganz steif gegangen. Groß und schlank war der Typ. Dunkle Haare hat er gehabt. Da ist der Typ plötzlich vor mir aufgetaucht. Aus dem Wald ist er gekommen und er war wohl selber überrascht, als er so plötzlich vor mir stand und sein Gesicht war so angespannt. Mehr so ein gedrungener Typ. Dunkelblonde Haare, so gewellt und einen grünen Anorak hat er angehabt. Ich habe einen jungen Mann gesehen, der war mir schon damals komisch vorgekommen. Er hat eine helle Jacke getragen, gelb, glaube ich. Erkennen Sie den Mann auf einem dieser Fotos wieder? Der war's. Warum gerade Merz? Was macht Sie da so sicher? Wir haben mehr als 20 Stationen in dieser Klinik überprüft. Und ich weiß nicht, wie viele Patienten. Merz ist übrig geblieben. Aber muss der Täter denn aus der Klinik kommen? Ist es vorstellbar, dass Merz der Täter ist? Das ist vorstellbar. Er könnte die Tat komplett verdrängen. Aber er war es bestimmt nicht. Hat er sich am 10. irgendwie auffällig verhalten? Nein. Und am Tag danach? An dem Tag hatte ich ein Gespräch mit ihm. Ich kam unangemeldet, er hatte sich also nicht vorbereiten können. Hat sich ganz normal verhalten. Was war denn der Inhalt des Gesprächs? Wir sprachen über seinen Wunsch, nur noch ambulant behandelt zu werden. The doctors wanted to keep Merz out of it. They were worried about the effect on his therapy, even if he was innocent. And they were concerned for the reputation of the clinic. But I was sure we had our man. Merz either excelled at suppressing his own memory, or he was simply a good actor. Hey, start. So, gehen wir noch Anfang. Also, soweit alles klar? Mhm. Ja. Ihr könnt anfangen. Und? Der Erste. Wenn dann der Erste. Ich weiß nicht. Ich glaube auch der Erste war es, ja. Ja gut, dann danke ich Ihnen. Wiedersehen. Bitte Wiedersehen. Wiedersehen. Ihr könnt zurückkommen. Diese Gegenüberstellung war... This parade was a farce. Merz, my client, told me too late. I had an appointment that day and only found out about it after I returned. Otherwise, I would have put a stop to it. Later on, the police changed their terminology and instead of an identity parade, they called it a reconstruction. The two policemen on bicycles were deemed necessary in order to keep an eye on the suspect. One policeman bore no resemblance whatsoever to Merz and the other one could be seen carrying a walkie-talkie, obviously a policeman. Finally, the fact that the two witnesses were not asked separately made their testimony worthless. Nevertheless, Merz was arrested. Na? Keine Katze von zarten Frauenhänden? Mhm.
Also an dem Abend, ich habe da meinen Hund ausgeführt, da ist mir der junge Mann auf dem Fahrrad nochmal begegnet. Dumm, dass mir das alles erst jetzt wieder eingefallen ist. Erinnern Sie sich an die Farbe des Rades? Ja, rot, denke ich. Jedenfalls war da diese weiße Plastiktüte am Lenker. Leer oder voll? Da war was drin, das ist es ja eben. Denn dann habe ich ihn ja nochmal gesehen, später, als ich wieder zurückkam. Der hat was an seinem Fahrrad repariert. Ich glaube, der hat mich gar nicht bemerkt. Jedenfalls habe ich da gesehen, wie die Plastiktüte leer gewesen war, weil da ist der Wind in die Tüte gefahren und hat sie hochgehoben. In der vollen Tüte sah die so aus, als ob da Kleider drin waren? Ja, so hat es ausgesehen. Sag mal, 5 Stunden, das reicht doch. Na, wieder fit? Sie waren 16. Da haben Sie sich an einem 11-jährigen Mädchen vergangen. Sie haben ihr eine Schlinge um den Hals gelegt und zu oralem Verkehr gezwungen. Und keine 2 Jahre später haben Sie ein anderes Mädchen, die war gerade 15, mit einem Messer bedroht und vergewaltigt. Und Sie wollen mir sagen, dass Sie sowas nicht tun können? Ich war es nicht. Haben Sie sich an diesen Mädchen vergangen oder nicht? Ja. Aber das ist lange her. 3 Jahre. Ich habe mich geändert. Ich sage es Ihnen noch einmal, wenn Sie mir nicht die Wahrheit sagen, dann sagen Sie lieber gar nichts. Ja, ja, habe ich kapiert. Na, ich hoffe es. Sagen Sie, bin ich nur deshalb hier, weil das damals passiert ist? Es gibt Zeugenaussagen, eine ganze Reihe. Und die haben mich gesehen, wie ich sie umgebracht habe? Es gibt einen Zeugen, der hat Sie gesehen, mit der weißen Plastiktüte am Lenker Ihres Fahrrads. Zuerst war die Tüte voll, dann war sie leer. Die Polizei behauptet, dass in dieser Tüte die Kleider des Opfers transportiert worden sind. Ich hatte keine weiße Plastiktüte. Am besten, Sie machen überhaupt gar keine Aussagen mehr. Weder bei Vernehmungen noch vor Gericht. Sehr glaubwürdig ist der Zeuge auch nicht, der sich ein bisschen später an diese Plastiktüte erinnert. Auch wenn ich diese Plastiktüte gehabt haben sollte, müssten da ja nicht die Kleider drin gewesen sein. Sondern? Vielleicht habe ich was zu essen mitgenommen. Hab alles aufgegessen und dann war die Tüte leer. Es spielt für mich keine. It's immaterial to me whether someone is guilty or not. I'm there merely to defend his rights. The only thing I ask from my clients is that they tell me the truth. This Merz appeared to be doing. Apart from that, he was a model of cooperation. I wish all my clients were like him, then I'd be happy. All the incriminating evidence that had been found up to that point was both questionable and inconclusive. As proof, hardly unequivocal. Da haben Sie sich ganz schön was eingebrockt. Das alles? Ja. Darf ich mal fragen, was das soll? Spiekert. Ich bin die Verteidigerin von Herrn Merz. Ich hole mir nur die Spurenakte ab. Warum machen Sie sich solche Mühe? Weil ich meine Arbeit gern genau mache. Und dazu gehört, dass ich das nachhole, was andere versäumt haben. Was soll das heißen? Dass sie geschlampt haben. Merz was the culprit. We have enough statements from witnesses to be certain. He had no alibi and his personality fitted that of the murderer. All we needed was confirmation from the forensic scientists. The laboratory compared fibers from the clothes of the victim with fibers from Merz's own clothes. The results were conclusive and exactly what we'd expected. We identified several red cotton fibers on the victim's bra, pants and tights. These fibers corresponded with the red material of Merz's shirt. On his shirt, we also found light blue fibers, which matched those from the victim's sports shirt. This represents a so-called cross-match, which is considered the strongest evidence. One has to deduce that the two people were in direct contact with each other. Ja, ich habe verstanden. Mhm.
38.000. Und seit wann produzieren Sie diese Hemden? Seit 8 Jahren. Mhm. Und immer in gleicher Stückzahl? Ja, bedanke mich. Wiederhören. Statements and witnesses are seldom reliable, so the apparently objective evidence of the forensic expert is usually relied upon. So it was here. But what proof can be provided by the fibers of a garment that is so ordinary that practically anybody could have come into contact with it? My doubts as to the validity of the expert evidence were reinforced by one of the many informants who contacted me as a result of the press storm surrounding the case. In a previous case, this same expert had confused animal hairs with human hairs. Dann blieb ja immer noch das Fasergutachten. Ich habe inzwischen die Firma herausgefunden, die den Stoff für Ihr rotes Hemd geliefert hat. Er kommt aus Hongkong und ist eine Massenware. Wir hätten also damit praktisch das Gutachten von der Frau Dr. Dehnert entkräftet. Aber das reicht natürlich nicht aus. Ich werde also ein neues Gutachten beantragen. Bei einem anderen Landeskriminalamt. Warum laufen Sie eigentlich die ganze Zeit so hin und her? Hm? Ach so. Ja, das ist der Ort. Wenn ich ein neues Gutachten beantrage, dann muss Ihnen klar sein, dass ich das auch gegen uns richten kann. Ist Ihnen das klar? Kann man Fingerabdrücke auf Kleidern feststellen? Das weiß ich nicht. Aber ich kann es mir vorstellen. Von mir wird man keine finden. The new report ordered by the Defense Council differed from the first in one important respect. Blue jeans fibers found on the victim's linen trousers had not been examined. The second expert applied new methods, which made it possible to distinguish between these individual denim fibers. These fibers were very dirty. We had to look for a very dirty pair of jeans. We found 3 among Mertz's clothes, but none of them matched the fibers found by the second expert. It wasn't that important. Mertz had had plenty of time to get rid of a 4th pair. That evening I discovered 2 things. Firstly, that fibers can be transferred from one garment to another each time that clothes are washed. I knew that Mertz often worked in the laundry at the clinic, so he would have been in contact with any amount of fluff and fibers. And secondly, that at a university in Texas, by using a new laser technique, fingerprints can be revealed on textiles. Under certain circumstances, usable fingerprints show up. But if the fabric is too coarsely woven, or the fingers are free of grease or any other deposits, then not even a Texan specialist will find them. But the lack of Mertz's fingerprints is not so surprising for another reason. Near the body, we found a white cotton glove, the kind they use in clinics. While committing the crime, Mertz was wearing gloves. That's why we could find no fingerprints. Herr Dr. Thun. Ihr Gutachten unterscheidet sich in wesentlichen Punkten vom Erstgutachten. Ich darf also in einigen Punkten nachhaken. Da sind die Jeansfasern. Blue Jeans sind nicht gerade selten und sie sind blau. Kann man 2 verschiedene Jeansfasern wissenschaftlich auseinanderhalten? Bei Indigo-Blau, das sind Blue Jeans, ist eine Individualisierung durch die Farbe bisher kaum möglich. Ist das vielleicht der Grund, warum im Erstgutachten von diesen Jeansfasern gar nicht die Rede war? Das ist möglich. Man hatte aber übersehen, dass die Fasern eine starke Verschmutzung und Abnutzung aufweisen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Theoretisch könnten also diese Jeansfasern, die man auf der Hose des Opfers gefunden hat, von jeder der Abermillionen Jeans stammen, die es in der Welt gibt. Zumindest von den schon länger im Gebrauch befindlichen. Theoretisch ja. Was die anderen Fasern betrifft, haben Sie bedeutend weniger materialgleiche Fasern feststellen können, als im Erstgutachten angeführt wurden. Sie schreiben in Ihrem Gutachten, ich darf zitieren, wir können nur bei insgesamt 8 Fasern Materialgleichheit feststellen. Was heißt das, Materialgleichheit? Das heißt, dass diese Fasern von der Kleidung des Angeklagten stammen könnten. Von einer Identität oder von einer in Prozenten ausgedrückten Wahrscheinlichkeit der Identität kann man nicht sprechen. Ein Gutachten muss. Forensic evidence, like evidence from witnesses, has to be thoroughly examined. After all, the person who collates it is only human. No judge can allow science to replace his responsibilities for passing judgment. If there is the slightest doubt about the validity of the forensic statements, then we must invoke the principle of the benefit of the doubt, which must go to the defendant. Im Namen des Volkes. In der Strafsache gegen Thomas Merz wegen Mordes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen. And so Thomas Merz was acquitted. But 18 months later, the German Federal Supreme Court revoked the state court's verdict, saying it had relied too much on lack of proof of individual items of evidence instead of assessing all the evidence together. After a further trial, Merz was found guilty of murder, sentenced to 15 years, and returned to the hospital from which he had set out to commit his crime, but this time in the high security wing. Next week, Indelible Evidence takes up an Australian case involving a child and the unexplained death of her parents. That's Final Payment next week at 9 o'clock.